Let's go to the mall, sage ich da an der Stelle. Herzlich willkommen zurück bei Seven Days to Die. Wir sind ja gerade hier in diesem... Was ist das? Mausoleum hier? Keine Ahnung, ey. Genau, hier geht's um Mäuse. Hedo hat tolle Beete, rote Beete gefunden da irgendwie. Und wir versuchen hier gerade irgendwie... Was hast du da eigentlich eben erzählt, Max? Mit den Beeten. Ich hab Beete gefunden. Perfekt. Und wenn ich die hier abbaue, kriege ich nicht Fahrt. Aber ich weiß nicht, ob Nitrat jetzt so dass die wertvolle Ressource ist. Naja, zumindest jetzt nicht die häufigste. Und wir bauen sie ja für die Beete. Umso mehr Beete, umso besser. Ich find's cool, ich freue mich für dich. Ich konnte zwei Beete bauen. Ne, ich konnte wirklich nur zwei Beete bauen, ne? Aus dem Nitrat, was du bekommen hattest. Ja, ich habe aber noch ein paar so gesammelt jetzt tatsächlich gerade. Nice. Also so nebenbei auf Bruderbasis. Ey, du bist ein Bruder. Und? Natürlich gibt es auch heute wieder einen Kommentar. Wir haben ja letzte Woche auch so ein bisschen darüber geredet, was nicht so schön ist. Aber auch natürlich schreiben super viele Leute tolle Sachen in die Kommentare. Das wollte ich auch nochmal erwähnt haben. Und Enon hat geschrieben, um ein Rezept freizuschalten, braucht ihr entweder Bauplan oder ihr lernt es über den Perk. Man braucht nur eins von beiden. Ja, das ist aber jetzt, warum geht das bei mir nicht? Ja, das ist dann die Frage, die dann hoffentlich jetzt geklärt wird. Und was Sterzig, glaube ich, gestern auch nicht erwähnt hat, wir haben jetzt, deswegen habe ich auch noch die gleichen Klamotten wie beim letzten Mal an, wir haben einen größeren Aufnahmeblock. Das bedeutet, wir haben jetzt in dieser Woche noch keine Kommentare von der letzten Woche, weil wir, wie gesagt, jetzt für zwei Wochen aufnehmen. Oh, und dann in zwei Wochen, also jetzt quasi nächste Woche, sehen wir dann erst die Kommentare der ganzen Folgen. Nur damit ihr da Bescheid wisst und euch nicht wundert, warum wir auf nichts Neues eingegangen sind oder so. So, ich habe fertig. Ich habe Machetenteile gefunden. Ich Let's habe. Go, Digga. Ja, wir haben sogar Machetenteile schon in der Truhe. Let's go. Eine Sache, es wird bald Nacht, ja, dass ihr jetzt auf dem Schirm habt. Ja, wir sind gerade ja eh hier in so einer warmen Bude. Gnu ist halt schon wieder weg. Ich bin hier Sterzig hinten, steht hier auch nur rum. Gelotet. Ja, ich erkunde mich gerade, wo hier der Stuff sein könnte, weißt du? Naja, ich meine, es heißt ja immer das Licht, aber es ist schon das zweite Mal in diesem Kackdorf, wo wir jetzt hier sind, wo uns das Licht zu nichts geführt hat oder wir zu dumm waren, was ich eher glaube. Let's go, Digga. Herauszufinden, worum es geht. Weißt du, wie ich meine? Ja, Mann. Deswegen werde ich jetzt hier einfach nochmal unser Loch erweitern, was wir hier schon angefangen haben. Ja, das kann ja nicht sein, oder? Ich habe einfach keine Ausdauer, es fuckt so ab. Ja, es ist es echt. Es fuckt so ab. So, deswegen trinke ich jetzt noch ein Wasser. Oh Gott. Trinkt Wasser. Naja, ich habe halt Durst und dann habe ich weniger Ausdauerregeneration. Weißt du, wie ich meine? Weißt du? Nee. Also gehen wir jetzt ganz zurück in die Homebase, oder? Haben wir unten schon alles erkundet? Nee. Ich hab jetzt alles gelootet, ja. Deswegen kann ich nicht mehr rennen. So 22 Uhr rennen die, ne? Oh, shit. Also wir können auch hier einfach... Ne, das ist nur eine schwarze Wand jetzt. Das ist doch scheiße. Ich verstehe das mit dem Licht nicht. Was soll das? Ja, oder also vielleicht ist das auch nur... Ich meine, guck mal, hier sind noch so Sachen auf dem Boot. Wer ist das hier unten? Ich klopp hier mal den Stein weg hier. Es muss doch irgendwie... Ihr seht immer irgendwelche Strahler und da buddelt ihr dann, oder wie? Ja. Es war aber jetzt auch zum zweiten Mal. Nee, wir gehen einfach in die Richtung, wo es hinscheint, ne? Und jetzt hat es hier wieder an so eine Wand geschieden. Und vorne war es halt so ein Berg mit Erde, so. Aber woher wisst ihr, dass das was bringt? Oder das, was die Mechanik ist? Naja, wir haben halt diese Lichttheorie, ne? Nee, die ist doch anders. Die ist anders. Also ich hab die anders verstanden. Dann erzähl doch mal, Max. Naja, wir hatten ja mal, ich erinnere mich, das ist aber jetzt schon ein paar Folgen her, das war jetzt auch nicht in dieser Aufnahmesession, da hatten wir auf eine Stelle gekloppt, wo ein Strahler hingestrahlt hat. Ja, das machen wir. Ja, genau, und das hat nichts gebracht. Und jetzt war es in der vorletzten Folge, vorvorletzten, nee, es war in... Naja, wo wir deine Mission gemacht hatten, ich weiß nicht, in welcher Folge das war. Und da stand einfach nur ein Strahler rum und in der Nähe, unabhängig davon, wo der hingeschienen hat, war einfach etwas zu finden. Nämlich da war es dieses Brett im Boden, wo eine Truhe drunter war. Es war aber nicht unabhängig, wo es hingeschienen hat. Das stimmt nicht ganz. Der Strahler hat nämlich auf dieses Loch geschienen. Also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, ich glaube, mir leckt das Spiel gerade wie scheiße. Ich glaube nur da, wo Strahler stehen, dass in der Nähe... Dass sie quasi markieren, dass in der Nähe etwas Wertvolles ist. Ja. Bleiben wir jetzt hier oder gehen wir nach Hause? Ich würde noch ein bisschen mich in der Stadt umgucken, aber wenn du denkst, dass, also wenn dein Inventar beispielsweise voll ist oder so, dann
kannst du das ja auch nach Hause bringen. Also, Freunde, erklärt doch mal vielleicht genauer in den Kommentaren, worauf wir achten sollten. Nicht genau, was wir, also, ne, dass wir halt schon mal sagen, so, wir sehen jetzt Licht. Geht es darum, in der Nähe ist was oder in der Richtung des Lichts quasi, wo es hinscheint. Das wäre nochmal was, ne? Wie leckt mein Spiel gerade? Wie scheiße? Von jetzt auf gleich, ich weiß gar nicht warum. Echt? Ja. Vielleicht war er Sonnenuntergang, keine Ahnung. Okay, also, ich gehe dann mal nach Hause. Okay. Werdet ihr noch mal. Ist um 22 Uhr werdet ihr Geschnetzeltes, ne? Ja, ich will meinen Loot nach Hause bringen. Ja, aber wir können uns ja auch in einem Haus verstecken. Das geht schon. Aber ich kann mich auch nicht mehr schnell bewegen. Ich bin auf die Taschen so voll gestopft. Ja, du kannst ja einfach gehen. Ist ja alles gut. Muss jetzt nicht. Ihr müsst mehr dafür kämpfen, dass ich bei euch bleibe, Mann. Nö, wenn du gehen willst, geh halt. Das ist unromantisch. Okay. Ja, aber was soll ich da sagen? Also, nein, heute mich fickt gerade das Spiel, weil das so leckt. Was soll das? Oh, dann kommt doch auch mit nach Hause. Alter, hier ist ein Spitter. Ich glaube, es ist nur an manchen so Orten irgendwie. Vielleicht ist hier auch irgendwie so Big Baba Jackson Loot und deswegen leckt das wie Scheiße. Weißt du, wie ich meine? Ja, außerdem hab ich jetzt Sterzig. Sterzig ist auch einfach weggerannt, ne? Komm, ist deine Folge vorbei, sind wir nicht mehr zusammen. Ja. Es ist halt so ein asozialer Wichser. Ballert der da rum? Ja, sorry, ich habe 2 HP, ich musste ihn töten. Ja, hättest ja auch bei mir bleiben können. Wie weiter in dem Loch, wo nichts ist, oder was? Hä? Also entweder wir spielen zusammen oder du machst ja allein dein Ding. Kannst du auf deine eigene Insel gehen. Oh, Digga. Also, let's go. Ganz ehrlich. Wie er ist noch befeuert. Ich lieb's. Ich hab Bogenschießen für Ranger. Ich hab Bogenschießer für Ranger. Das interessiert niemanden. Band 5. Band 5, Max. Ja, das ist das dritte Band 5, das wir davon haben. Aber, das, aber wenn du das einmal gelesen hast, dann kennst du es ja, oder? Also so basic. Ne? Nee, das ist ja meine Frage, ne? Irgendwie ja nicht, aber ja. Ja, okay. Scheißegal, was jetzt ist. Gut, ich mach jetzt hier alleine dann weiter, wenn Schnetzi weggeht. Alter, also Kalle. Naja. Also ich bin einfach nur, mittlerweile ist nein. Doch, natürlich. Oh. Ist in deiner Folge hier schön zusammen als Squad. Kaum ist meine Folge... Rennt ihr alle weg? Ich bin nach Hause. Ich gehe jetzt hier ballern. Nein, ich komme hier zurück. Ja, alles gut. So. Alle, weißt du was? Jetzt in dem Haus. Ich hab's schon langsam drin? Satt. Hier waren wir schon drin. Nee, das ist einfach nur kaputt. So. Also ich hab halt wie 2 denn an der... muss halt was machen. Ja, aber das meine ich doch. Wären wir zusammengeblieben, hätten wir doch zusammen draufhauen können. Das war ja nicht mal böse gemeint, aber du rennst öfter einfach mal los. So. Ja, klar. Ja. Ja, dann muss man die Leine nehmen. So. Aber wir haben halt diesen Ort dort unten auch ausgesaugt wie eine Blutegel. Ja, dann sagt man doch, ey, wollen wir weitergehen oder so? Das hat mir in der Kommunikation einfach gefehlt. So, wie sieht's denn an der Betenfront aus, Max? Also, ich habe Nummer 45 Nitratpulver und das, da werde ich jetzt wahrscheinlich 2 Beete raus herstellen können. Klasse. Und dann muss ich schauen, entweder Kartoffeln oder Mais. Ich würde dann nochmal gern mit Sterzig ins Gespräch gehen wollen, was er denn überhaupt verarbeiten kann. Ob er schon ein Rezept hat für Kartoffeln oder Mais. Also ich gehe kurz nach Hause. Ich rede jetzt. Und ich habe auch Pilze, also Samen. Ja, fertig. Gut. Was denn jetzt bist du dran? Ich gehe jetzt nach Hause. Ich bin nämlich 3 HP und würde mich gerne auf irgendeine Art und Weise heilen wollen. Okay. Aber dann hätte ich dir nämlich zum Beispiel einfach Steak geben können und dann hättest du dich jeweils für 25 HP heilen können. Aber da wir nicht kommuniziert haben, bist du einfach weggerannt. Hast du mir auch nicht gesagt. Ich habe ja 3-mal erwähnt, ne? Also, das ist hier ein Zuspiel von... Naja, jetzt schön auf mich schieben, dass du weggerannt bist, ist klar. Gut. Ich schieb gleich Scheiße auf dich, Digga. Also, ich kack auf den Boden und schieb das auf dein Gesicht. Jetzt ist hier natürlich ein Hund. Ich habe trübes Wasser getrunken. Das Coupé habe ich schon, ne? Es gibt auch so wenig Fleisch, so wenig Viecher, die man töten kann. Ne? Ja, das ist auch ein Ding. Also selbst wenn man jetzt sagen würde, jo, ich gehe jetzt jagen. Ja, ich habe ja, was denn? Wobei, so, also halt es wurde ja schon von Biomen auch in den Kommentaren gesprochen. Da gibt es halt auch einfach wirklich so, ja, Biome. Ne, so. Okay. Weißt du, was ein Biom ist? Ja, ja. Nee, es war wirklich eine ernste Frage. Ich habe mich gefragt, ob das hier wirklich gibt, weil es ja heftig.
Bestimmt, also die Karte ist ja riesengroß, ne? Also wir haben ja noch nicht mal ansatzweise irgendwie die, wir haben ja nicht mal ein Zehntel oder so gesehen. Also wir müssen irgendwann noch, dafür sind dann natürlich die Fahrräder und Mopeds, die Gnu angesprochen hat, natürlich super nice, ne? Wenn ja, wenn man richtig auf Tour gehen will, da können wir mal eine richtig schöne Biker-Gang machen hier, ne? SB Outlaws, Junge. Nur wenn wir dann auch pöbeln. Ich hab ein Rätsel. Habt ihr Bock auf ein Quiz? Ja. Hat das mit Wiener Meier zu tun? Nee. Eine Kartoffel in Seven Days to Die. Was meint ihr, wie viel Nahrung die einem gibt, wenn man die speist? Eine gekochte oder eine rohe? Eine rohe. Wahrscheinlich nicht viel. So 2, 3, 4, 5, irgendwie sowas. Also roh. Ja, also ihr müsst, also ein Quiz. Ich würde 5 sagen. Ich sag gut. A. 10. Achso. B. 13. C. 8. Oder D. 2. 8. 2. Ihr müsst die Zahl sagen. Ich sag 2. Nee, ich glaube Kartoffeln stopfen. 8. Die richtige Antwort, ich logge das mal ein, die richtige Antwort ist 2. Ja, Mann. Oh, ja, Mann. Weil sie nicht gekocht ist, ne? So, und ich gebe jetzt mal. Oh, das ist so nervig. Ach, find ich so ist jetzt ein Ei. Muss halt ständig Jackie fressen. Und gebackene Kartoffel, ich stelle mal eine her. Dafür braucht man auch nur eine Kartoffel, von daher. Ja, ist ja auch logisch. So, super. Oh, scheiße, ich habe ein Problem. Werde ich wahrscheinlich ja, aussterben. Ich bin auch gerade so überlegt, ey, so nervig. Und eine gebackene Kartoffel. Springt. Ich gleich im Arsch. Eieiei. Boah, ätzend. Oh, Digga. Eine gebackene Kartoffel bringt 10 Nahrung, aber minus 5 Wasser. Das ist ja auch spannend. Wie viel bringt die 10 Nahrung? Ja. Nice. I tried so hard and got so, and get so far. But in the end, it doesn't even matter. Ich hab irgendwie überlebt. Ich bin ja ein Überleber. Komm mal bitte hier hoch. Bist du halt ein Gamer, Kalle? Ein Gamer irgendwo. Ich hab nicht gewonnen zwar, aber... Fällt dir was auf? Nein. So, jetzt bist du wieder frei. Oh. Was ist denn das hier vor ich mir? Ich hab gerade überlegt und hab einen Brokenschädel. Was hast du? Ich hab einen Schädel. Ach, ich hab was für dich, Henno, um mich zu entschuldigen. Komm mal kurz. Hier, Schätzig, komm her. Ja. Oh. Hier, knall dir die rein. Alter. Alter, wo hast denn du dieses Gericht her? Habe ich vor 3 Stunden erwähnt. Weil jetzt, danke, weil jetzt heftig habe ich nämlich genug. Hast du genug? Beweglichkeit. Jetzt habe ich nochmal das Stufe 3 Buch. Ich werde es jetzt benutzen. Yay. Oha, du hast dich in Super Saiyan verwandelt. Es funktioniert nicht. So, ich habe hier, mal noch ein... Hier liegen noch Nitratpulver-Dinger, wenn du möchtest. Ich tue auch noch ganz viel hochpacken. Vielleicht ein anderer Skill? Es gibt einfach zu viele Skills. So dunkel voll. Stellt sich so voll verkühlt irgendwo noch draußen. Es ist wirklich ein anderer Skill. Ach so! Oh, weia. Bei der ganzen Skillung, da gibt es ja unterschiedliche Reiter. Wahrnehmung, Stärke, Standhaftigkeit, Beweglichkeit, Intelligenz. Und dann gibt es noch einen Reiter Eigenschaftenbücher. Mhm. Und da, also war der Kommentar, den du auch vorhin gelesen hast, übrigens falsch. Weil es ist nicht entweder oder. Das sind extra Specs, die man nur durch die Bücher bekommt. Hm. Ach so. Aber hier ging es ja um Rezepte, ne? Das ging jetzt nicht darum, ob man jetzt die Bücher da benutzen kann. Also hier steht ja wortwörtlich, okay, um ein Rezept halb zu schneiden, braucht ihr entweder einen Bauplan oder ihr lernt es über einen Perk. Also okay, aber vielleicht unterscheiden sich dann noch Rezepte und Skillbücher? Maybe. Ne? So, wo machen wir so Mods und sowas? Ja, krass. Hast du da... Sind natürlich jetzt hier alle gleichzeitig angewackelt gekommen. Dann gehe ich mal woanders hin. Wir haben kein Holz mehr in der Dingens hier im Ofen, du Hammer. Ich habe richtig viel Holz. Hier ist auch noch ganz viel Holz drin. Mhm. Ja, geil. Oh,
Okay, dann habe ich zumindest verstanden jetzt, ohne dass wir. Richtig. So, da. So, ich nehme mal jetzt hier ein bisschen Holz aus. Und schmelze mal wieder Eisen ein, weil wir brauchen, wie gesagt, immer Eisen. Ja, ich gehe gleich los und hack überall Eisen, wo ich finde, Diggi. Das ist nice. Ja, wir können aber in das Dorf die Tage nochmal hingehen, ne? Also das sind so Orte, ne? Das ist halt so ein bisschen das Ding, ne? Alles ist ein Grind hier, ne? Alles. Kann ich nochmal an die Materialienkiste ran, kurz bitte? Okay. Weil wir haben eh so viel Lehm, aber ich baller das jetzt trotzdem rein. Ich werfe hier noch ein bisschen Eisen auf den Boden, das kannst du auch noch mit reinlegen. Geil, danke. Aber man muss auch sagen, ich sehe es gerade, man kann halt auch skillen, dass man mehr Ausdauer, weniger verbraucht. Und dass man weniger Nahrungs- und Durstdrain hat. Hier hat es noch eine Modifikation. Mit dieser Modifikation fliegen Pfeile und Bolzen weiter. Geil. Also ich kann dir das gerne mal droppen, wenn du magst. Ja, gerne. Entschuldigung fürs Unterbrechen. Nö, ich war fertig, alles gut. Geil, danke. Was machen wir eigentlich mit den Gläsern? Behalten wir die alle oder zerlegen wir die? Oder? Ja, ich sammle die. Ich würde sie alle unten hinpacken, die brauchen wir für Wasser. Genau, die packe ich alle immer unten in diesen Gefrierschrank. Also alles, was ein Gefäß ist oder Flüssigkeiten, packe ich alle immer unten in den Kühlschrank. Und draußen kann man die an der Leitung da mit drüben Wasser füllen und abkochen im Lagerfeuer. Das kann auch jeder, ne? Oder muss man das können? Quasi. Das kann jeder. Wo hau ich das denn rein? Das trübe Wasser? Oben? In den Messbecher? Naja, du hast leere Gläser. Ne, ich habe ja schon trübes Wasser hier zum Beispiel gerade und jetzt stehe ich an dem Lagerfeuer. Jetzt stehst du am Lagerfeuer und wenn du das trübe Wasser im Inventar bei dir selber hast, kannst du links oben beim Lagerfeuer in die Suchleiste eingeben Wasser und dann kommt das Rezept für gekochtes Wasser oder so und das stellst du dann einfach her. Perfekt. Wer nimmt gerade auf? Ich. Alle. Ja, also wollte ich dann auch nur nochmal fragen, hast du dir schon eigentlich meine Beta angeschaut? Da sind die auf dem Dach, hast du gesagt, ne? Ja. Ich bin gerade gekommen, ich habe gerade Sachen wegsortiert. Jetzt ist auch dunkel, brauchst du nicht kommen. Ja, pass auf, doch, ich habe einen Lager. Oh, du hast einen Bergbauhelm. Ja, sicher. Ja, sicher. Und? Ich hab, also das ist schön, Hammer. Auf jeden Fall. Ich habe irgendwie tatsächlich ein bisschen mehr erwartet, also von der Masse. Aber, kommt ja noch, aber ne? Weißt du mal, wie viel Nitrat... Ey, du hast vorhin gemeint, wo ich mich über Nitrat gefreut habe. Ja, ist jetzt nicht so krass, Digga. Es ist nicht schwer zu bekommen, habe ich gesagt. Ja, dann bitte geh und such. Ich habe dir eben was vor die Füße geworfen. Wenn, das liegt noch unten. Nein, daraus habe ich zwei Beete hergestellt. Eben gerade, vor 2 Minuten habe ich dir das vor die Füße geworfen. Was habe ich währenddessen gemacht? Irgendwas in deinem Skilltree nachgeguckt. Ja, gut. Ich hab dir das gesagt. Finde den Fehler. Nein, ich hab dir das ja gesagt. Finde den Fehler, ja, Pascal. Du hast mir nicht zugehört, das ist der Fehler. Ja, es hat irgendjemand aufgesammelt. Jetzt ist es weg. Danke, Lass Pascal. Du. Nee, komm, geh in dein Zimmer, Alter. Danke, Pascal. Vor allem, Alter. Nee, komm, geh in dein Zimmer, Alter. Alter. Wo sind die Scheißdinger? Wer hat das hier aufgenommen? Nimm es doch auf. Jetzt ist es weg. Nein. Ich bin so froh, weißt du, irgendwie bin ich froh, dass wir immer freitags aufnehmen, weil dann ist Wochenende, weißt du, da kann ich erstmal ausruhen, ey. So eine Scheiße mit euch hier, jedes Mal, ey. Hallo, Didi, was los? Let's go. Also ich wünsche mir jetzt unter meinem Video auch mal so Kommentare wie, Kalle, ich fühle das, ey, voll, ja, bin voll bei dir, bitte. Ja, du möchtest in deiner Safe Zone willst du dich malen, ne, und natürlich, suhlen will ich mich in meinem eigenen Schmutz. Ja, so. Buttertwist. Jetzt ist halt wieder Nacht, ich habe nichts zu tun. Ich geh buddeln, Alter, wirklich. Es ist halt immer die gleiche. Ist Nitrat, und Stetzig steht immer im Weg! Let's fucking go! Let's go. Also, ich hab das Gefühl, guck mal, niemand hat ein Problem außer Kalle. Vielleicht ist Kalle das Problem. Ja, ich hab ja gesagt, wir können die Scheiße bald ohne mich machen hier. So, ich geh jetzt buddeln. Die Scheiße. Let's go. Let's go. Hier ist übrigens eine Zeitung. The Daily News. Flu Epidemic. Flu. Ah. Nicht Gnu, weißt du, Epidemic Flu. Flu heißt, Flu heißt Schnupfen, Epidemic Gnu. Scheiße. Nein. Du bist so ein Stück. Ja, naja. Scheiße, ne, wolltest du sagen. Anyway, ne Scheiße. Ja, da ist deine Identität, Digga. Nee, das stimmt nicht. Scheißen ist deine Identität. Das ist deine Brand. Nee. Aktuell? Doch. Nee.
Also in meiner Wahrnehmung ist Scheiß in deine Brain. Aber voll und ganz. Nee. Ich meine, das macht 80% deines Social Media Contents aus. Das war. Hat einen Punkt. Irgendwie, habt ihr euch irgendwie heute auf die Fahne geschrieben? Heute gehen wir den Kallerich auf den Sack. Heute ist der Tag. Da gehen wir dem ja, nur auf den also Sack. Also wer austeilt, muss auch einstecken. Was teile ich denn aus? Ich will nicht, dass Sterzig wegrennt und da in einem Mausoleum rumballert mit seiner MP20 aus dem Zweiten Weltkrieg, Alter. Ja, warum schreist du denn jetzt? Nee, weil ich mich. Ja, es triggert mich hier, was ihr hier wer macht. Wer laut ist, der lügt. Oh mein Gott. Voll alle auf einen hier so, Gnu, erzähl du mal. Ich muss auch noch 10 Minuten aufnehmen. Wir halten jetzt mal die Klappe. Gnu, es deeskaliert die Situation jetzt mal. Ja, habt euch alle lieb und immer auf den Schwächsten. Okay. Nein, ich kann euch mal erzählen, was ihr Tolles macht. Ich koche jetzt gerade Wasser und ich frage mich, wie wir noch mehr Fleisch kriegen. Es kann doch nicht sein, dass hier nur irgendwelche Hühner oder Hasen rumrennen und ein Bär im Jahr vorbeikommt. Ja, das ist halt. Hab ich also, ich weiß halt, dass wir haben halt einmal, als wir die Stadt betreten haben, war da so ein Reh. Das haben wir gekillt, das war richtig juicy und dann halt die zwei Bären. That's it. Meint ihr, man muss die Beete gießen? Ja, safe, oder? Oh nein, da müssen wir richtig viel Wasser machen. Haben wir noch ein Pflaster? Ich habe eine Schürfwunde. Gibt's Pflaster? Oh. Let's go. Nee, es gibt Pflaster, Steine, vielleicht hilft das auch. Ach, Kinders. Jetzt sehen die Leute mal, wie ihr wirklich seid. Ihr Arschgeburten, Alter. Let's go, sagt er. Nenn mich nicht Arschgeburten. Na klar. Ich hab mir jetzt erstmal das Knie eingerieben mit ein bisschen Salbe hier. So, wo ist das Fell? Was für ein Fell? Da ist Max. Leute. Ich brauche das hier. Ich habe eine Frage. Ja. Also, ich habe eine Kartoffel. Mhm. Im echten Leben kann man so eine Kartoffel jetzt einfach in den Boden stecken und dann kommt eine Pflanze raus. Ja. Also legit, so ist die Mechanik. Ja, warum ist bei Rust auch so. Bei Rust ist das auch so. Ich schwöre. Ja, und hier, erstmal habe ich ein verbranntes Kotelett in der Hand, wenn ich über die Kartoffel hover. Und dann sagt mir das Spiel, ich brauche Kartoffelsamen. Was sind Kartoffelsamen, bitte? Vielleicht diese komischen Warzen, die da dran wachsen oder so. Digga, und das kriege ich... Wenn ich vom Landlebens... Ach du Scheiße. Kartoffelsaat, stimmt. Ist ja dumm. Also dann können wir auch mal anrufen, dass in der Alpha 20.6 immer noch nicht korrigiert wurde, wie man Kartoffeln pflanzt. Ja und... Ach Scheiße, jetzt habe ich sie gegessen. Also, nein. Hier steht... Freischaltoption. Die erste vom Landleben. Ist es, und da ist dieses Gesicht daneben mit so einem Hut auf dem Kopf, wenn man bei der Uni einen Abschluss hat in Amerika, weißt du? Ja, so ein... So, hä? Und das ist ja genau das gleiche Symbol, was oben für den Reiter Fertigkeiten da ist. So, das heißt, man soll vom Landleben skillen. Hab ich! Hä, aber hast du mal geguckt, was da drin steht? Da steht ja nur, verdoppelt die Ernte von wilden, angepflanzten Feldfrüchten... Fertige Samen von Blumen und dekorativen Pflanzen wie Goldrute, Chrysantheme. Ich war Stufe 2. Ja, genau. Aber das steht da nicht. Ja, okay. Ja. Aber steht hier nicht. Okay. Naja, vom Landleben ist halt ein Perk mit drei Stufen. Und du musst halt alle drei haben, um. Ja, aber warum steht da nicht, brauch vom Landleben 2? Oder Wildbeuter? Ja, weil die vielleicht denken, du bist schlau und kannst eins und eins zusammenzählen. Nee, das hat mit Zugänglichkeit des Spiels zu tun. Digga, da bleib ich stur. Nee, let's das go. Kannst du anders sehen, ich respektiere das, aber ey, it's easy, dude. Nein, Digga. Doch, Digga. Ja, dann gibt's halt keine Kartoffeln. Also, sorry, ich hab mit fucking 7 Jahren habe ich im Gartenbau eine Kartoffel im Boden gesteckt. Alter, was ist das für eine Lache, Digga? Also, Hanno kommt auch immer mit seinen Jugendgeschichten und aus dem Fähnlein-Fieselschweif und alles. Junge, das habe ich nie gemacht. Ich war nie hier komisch. Wie heißt die Scheiße? Pfadfinder. Ja, was ist das? Treffen die sich da und dann singen Lieder oder was? Kein Pfadfinder-Shaming hier, bitte. Ja, yeah, aber ganz ehrlich, was macht man da? Pferden lesen. Ich wette, jeder Pfadfinder kann besser überleben als wir in der Wildnis. Safe call. Safe nicht. Doch, 100 pro. Weil safe du kannst nicht. Nur überleben, wenn es ein Lidl oder ein Edeka um die Ecke gibt. Digga, ich habe so viel Skills.
Ich habe mehr Praktikas gemacht, als du in diesem Jahr schon geschissen hast. Nee, nee, das glaube ich wirklich nicht. Ich war heute Morgen zum 54. Mal kacken dieses Jahr. Also wenn du 54 Praktika gemacht hast. Ist halt so geil, dass du das trackst, ne? Wie so eine... Ist wie so eine Uhr, die irgendwie dann, die trackt, wie gut du geschlafen hast. Kalle trackt einfach, wie oft der Scheiß war. Ja, vor allem, die Geschichte ist ja, also es gibt ja keine tiefgründige Geschichte. Ja, aber coole Geschichte. Ich wollte ja eigentlich nur damit prahlen, dass ich am 1.1. viermal kacken war. So, und seitdem, mich schreiben ja Leute an und fragen, jo, Kalle, geht's dir gut? Du warst heute noch nicht auf dem Klo. Ist alles in Ordnung? Also mittlerweile schreiben mir Leute privat auf soziale Medien, ob ich noch da bin. Das ist halt da. Das ist doch krank. Das ist doch cute. Das ist krank. Weil ich noch nicht getweetet habe, dass ich kacken war. Und ich war auch gestern einmal heimlich scheißen, habe ich nicht getrackt. Also eigentlich muss ich den noch nachholen. Ich war gestern ja, aber so. Das ist dann, ja, das ja, ist, weiß ja. nicht, ob, also das finde ich nicht gut, finde ich unauthentisch. Ja, ja. Ja, es war halt mitten Kaffee, in der Nacht und das hat richtig gedrückt und da habe ich es vergessen. Ich kann es ja noch Wir nehmen gerade auf Kalle, ne? Ja. Ey, magst du einmal kurz zu mir kommen, ist richtig wichtig. Jetzt hast du ein zweites Beet daneben gesetzt, oder was? Nein, besser. Pass auf, ich muss noch eben hier diesen Sack hier einmal weghauen und dann komme ich. Aber ich habe leider keine Ausdauer, deswegen dauert das ein bisschen länger. Kaffee hilft. Ja, wir können auch nicht den ganzen Tag noch Kaffee saufen. Guck mal, es ist 3.25 Uhr. Wenn jetzt einen Kaffee trinke, kann ich nicht mehr schlafen. 20% Ausdauerwiederherstellung, schon das gut. Das hat mir, glaube ich, nicht zugehört gerade. Na ja, egal, ich geh jetzt mal aufs Dach. Egal. Risiko, Digga. Alles auf Risiko? Also auf dem Dach bin ich nicht, ne? Wo bist du denn überhaupt immer? Naja, das siehst du ja. Ja, aber entspann dich. So. Ich bin auf der ersten Etage. Na, bin ich doch. Okay. Stell dich mal bitte hier so hin. Genau. So, warte. Okay, hier. Sieht sehr schön aus, was du da machst. Was auch immer du da machst. Ja, hier ist ja ein Strahler. Hier ist kein Loot. Wieso sind meine Folgen immer scheiße? Digga, warum ist hier kein Loot? Natürlich ist da schon ein Strahler. Ja, Junge, weil es hier hochgeht. Nein, aber genau wo er drauf zeigt, habe ich gebuddelt. Was willst du mir denn jetzt beweisen? Was möchtest du denn jetzt von mir? Oh, er will einfach nur gelobt werden. Nur weil ich am Anfang gesagt habe, dass wir in Richtung auf den Strahlers gegangen sind. Und jetzt... In Richtung auf den Strahlers. Nur weil, hast nichts Besseres zu tun, Alter, mach mal lieber ein paar mehr Meter hier. Junge, weil mir unterbricht mich da, egal, ich hätte was richtig Wichtiges machen hätte können, ne? Hab ich nicht. Aber ist egal. Dann holt er mich aus dem Keller extra. Ist das richtig Wichtiges? So. Nee, hier, Kalle, komm mal vorbei, Alter. Ich muss dir mal was ganz Wichtiges zeigen. So, wirklich was ganz Besonderes gerade, Alter. Und dann komm ich hierher, guck mir die Scheiße an, wie er einfach nur ein bisschen Holzwand wegkloppt und so, ist kein Loot hinter, hör, Kalle, siehst du, du hast wieder Scheiße gelabert. Es kotzt mich an, Digga. Ja, aber ich hoffe, du nimmst was mit fürs Leben. Warum hat er denn jetzt so laut geredet? Sterzig, du geh mal weiter deine Gebäude looten. Ja, geh du mal wieder rumballern hier. Ja, ich mach grad sinnvolles Stuff. Ja, ich auch. Da hört man schon. Ich mach was Wichtiges gerade hier. Ja. Ich bin Rosemarie nur am Schreiben. Rosemarie? Liviosa. Mingardium. Limgardium. Also. Limgardium. Es ist ja theoretically, ne? Hm. Jo, du kriegst erstmal. Also theoretisch ist ja alles respawned, ne? Weiß ich nicht, Digga. Das heißt, alle Briefkästen müssen doch auch refilled sein, oder? Theoretisch, ja. Das wäre doch theoretisch, mathematisch und. Ist halt die Frage, Digga, ob das wirklich so ist, weiß ich meine. Ja, oder ob das nur so eine prozentuale Scheiße ist, weißt du, wie ich meine? Ab in den Süden. Ja. Ja, richtig runter, hier ist leider. Wir haben auch, glaube ich, noch nicht in unserem Dorf haben wir auch noch nicht alles hier lootet, ne? Bin ich mir ehrlich. Ich glaube, wir haben hier tatsächlich bestimmt ein, zwei Häuser liegen lassen. Wir sind nicht gründlich. Wollte ich nur mal eben sagen. Gründlich. So. Ich muss jetzt erstmal meinen Schrauben. Nur, was geht bei dir eigentlich die ganze Zeit? Ich habe jetzt Wasser und Kaffee ganz viel gekocht, weil das können wir dann mitnehmen, das ist gut für Ausdauer, aber ich verhungere jetzt gleich. Ich sehe jetzt auch nichts mehr, was wir irgendwie oben haben. Also ich muss sagen, das ist eine nice Sache, aber ich two-shotte inzwischen Zombies mit dem Bogen. Echt?
Bodyshot. Und ich one-shotte sie in den Kopf. So. Das ist heftig. Das ist heftig. Das okay. ist ja einfach nur crazy. Also machst du auch mehr Schaden jetzt durch die ganzen Skills oder was? Ja, ich hab hier ein paar Perks. Ich verlaute die jetzt nicht, aber im Grunde genommen, mathematisch, genommen. Bin ich natürlich besser jetzt. So, wir looten jetzt hier noch die Kiste. Krass, da sind eine Eisenachse hier drin. What the fuck? Cool. Nächste Folge gibt's morgen bei Verspieltes Gnu auf dem Channel. Und nehmt das alles nicht so ernst. Wir keifen uns ständig irgendwie an wegen irgendeiner Scheiße. Ne? Nicht, dass es wieder heißt, hier, bla bla bla. Spaß. Gut, du kleiner Wichser. Dann sprechen wir uns gleich vor der Tür. Ansonsten sehen wir uns morgen bei Gnu. Haut da rein. Tschüss.